2034. Herzlich willkommen zur Weltinnenmeisterschaft, ausgetragen dieses Jahr in von einem Transsexuellen. Also, die non-binäre, nicht-deutsche, nicht-national, auf keinen Fall Nationalmannschaft spielt heute in pansexuellen Trikots gegen sich selbst, denn es gibt keine Nationen mehr, Nationen sind was für Nazis. Dafür gibt es 7 Milliarden Geschlechter, mehr Geschlechter als Recht, und damit geht es zum Anpfiff. Jeder Zuschauer im Stadion ist gleichzeitig auch Schiedsrichter und Fußballspieler, damit sich hier keiner ausgeschlossen fühlt. So, der Ball wird von einem freundlich, aber etwas alkoholisierten Transvestiten in den Südflügel gespielt. Oh, oh, der kam gut da hinten auf den hinteren Rängen, aber jetzt bitte die Sauerei auch wieder wegmachen. So, der Ball ist inzwischen auf der gegnerischen Hälfte. Oh, was ist das? Da läuft ein heterosexueller, weißer Cis-Mann einfach so aufs Feld mit nacktem Oberkörper. Offenbar hat er einen Penis und identifiziert sich als Mann, und dann ist er auch noch ungeimpft. Also ein ekelerregender Anblick, vielleicht der letzte weiße Heteromann der Welt. Oh, oh, da wird er schon vom Pfizer-Team geboostert und direkt zur Geschlechtspsychologin geschleppt. Das dürften seine letzten Tage als Mann sein. So, zurück zum Spiel.